Hallo, willkommen beim RAMShop 24 YouTube Channel. Heute möchte ich euch zwei neue Modelle aus dem Hause Umarex vorstellen. Und zwar ist das die bekannte T4E, also Training for Enforcement Reihe. Und die ist um zwei weitere Pistolenmodelle erweitert worden, was uns sehr gefreut hat. Und die wollte ich euch mal zeigen heute. Als erstes mal wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund reingerutscht. Wir haben uns ja zwischen den Jahren gar nicht mehr gehört, weil ich ja so eine längere Pause hatte, was mir echt leid tut. Aber ich rotiere hier momentan auf 2000 verschiedenen Baustellen und wir haben wirklich ein paar sehr, sehr coole Neuheiten auch noch, auf die ich jetzt aber erst später komme, weil ich da halt noch auf Lieferungen warte. Aber sobald das alles soweit ist, gibt es da auch noch ein paar richtig coole Sachen für euch. Aber jetzt geht es erstmal hier um diese neuen Modelle von Umarex. Ich fange einfach mal ganz hart ein. Also ich steige da hart ein. Ich mache da jetzt kein großes Tram-Tram drum. Es war ja schon so ein bisschen bekannt, dass was in dieser Art kommt, weil es ja auch von der SHOT Show in Amerika hier und da mal Fotos gab und ein paar Videos. Und dann sind immer wieder mal über Amerika, über RAP4 zum Beispiel, da hat ja auch der Katie schon mal ein Video gemacht, hat das schon mal alles vorgestellt. Also ich glaube, ich kann mir jetzt hier so eine riesen Review sparen. Ich wollte trotzdem die Gelegenheit nutzen, da auch mal irgendwie meinen Senf dazu zu geben und euch das auch nochmal so aus meiner Perspektive zu zeigen und euch da vielleicht noch ein paar Sachen zu sagen. Weil ich meine, die Review von Katie war ja auch auf Englisch, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und deswegen dachte ich mir, komm, mach's das auch gerade mal schnell. Ich hatte ein bisschen wenig Vorbereitungszeit, weil ich, wie gesagt, im Urlaub war und gestern erst wiedergekommen bin. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt die Zeit genutzt, habe mir gedacht, komm, ich fahre mal ins Büro und mache euch da mal eine kleine Präsentation von den Dingern. Ja, und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass diese zwei Waffen gleich auf einen Schlag kamen. Ja, ich war so ein bisschen verwundert, warum gleich zwei, aber das ergibt sich wohl, denke ich mal, anhand der Bauform der Waffen, weil die doch sehr, sehr ähnlich sind. Deswegen stelle ich die auch gleich zusammen vor, also ich trenne die jetzt gar nicht. Macht eigentlich keinen Sinn, weil es im Grunde genommen eigentlich dieselbe Waffe ist. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Das sieht man dann schon anhand der Magazine. Die sind eigentlich baugleich. Die Leistung ist gleich, bis auf ein bisschen Lauflänge und ein bisschen Durchmesser. Und im Design halt unterscheiden die sich eigentlich überhaupt nicht. Und im Gewicht minimal. Aber es ist im Grunde genommen, sagen wir mal, für verschiedene Geschmäcker zwei verschiedene Designs. Das eine halt sehr einer realen Waffe nachgeahmt. Und das andere ist halt eine Kopie von etwas, aber es gibt da in dem Sinne kein reales Vorbild für. Die Markierer sind beide im 43er Kaliber logischerweise, fassen beide 8 Schuss im Magazin, sind beides Gas-Blowback-Waffen, das heißt genau wie bei der PPQ, so wie man es schon kennt, wird die CO2-Kapsel, also so eine 12 Gramm CO2-Kapsel, ich zeige es nochmal für die Anfänger oder Neulinge hier auf dem Channel, die noch gar nicht so viel darüber gehört haben, deswegen versuche ich da auch nicht ganz so viele Details wegzulassen. Also die werden mit diesen 12 Gramm CO2-Kapseln betrieben, die ins Magazin eingesetzt werden, können dann mit diesen 43er Geschossen geladen werden, die es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen gibt, sei es Puder, Gummi, Hartplastik, mit diesem Chili-Pulver gefüllt. Also da gibt es, wie gesagt, ganz viele verschiedene, oder Farbe natürlich, ganz klassisches Paint. Und je nach Einsatzzweck kann man die dann halt befüllen. Die Energie der Waffen, ich habe die also auch schon mal gekront vorhin und habe mir das mal angeschaut, die liegt so knapp bei 6 Joule, also das ist alles so wie bei der PPQ, 5, 6 Joule. Da hat sich von der Leistung nicht viel getan, das ist auch derselbe Hersteller, also jetzt nicht Umarex, sondern der sie halt produziert, ist halt auch derselbe wie von der PPQ, was ich jetzt mitbekommen habe. Das merkt man halt auch an der ganzen Bauart und wie die Waffen aufgemacht sind. Von der Haptik her und vom Erscheinungsbild muss ich sagen, sind die Waffen sehr gelungen. Also besonders hier diese Smith & Wesson gefällt mir persönlich sehr gut. Gut, ich habe auch relativ große Hände, die liegt mir halt ein bisschen besser in der Hand als die TPM1, weil die halt ein kleines bisschen schlanker ist hier, das sieht man auch. Aber es ist wirklich marginal. Also wenn man sieht hier, sagen wir mal so, vom Ding, der ist ein kleines bisschen länger, die andere ist ein kleines bisschen schmaler. Gut, hier ist ja dieses Stitching nochmal ein bisschen schöner und größer und die hat ein paar Details mehr, die mir halt, sagen wir mal, auch gut gefallen. Schlitten ist ein bisschen anders abgesetzt. Die Magazine sind, wie gesagt, identisch, das kann ich euch auch mal zeigen. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Ich bin jetzt kein Techniker, aber wenn ich mir das so anschaue, würde ich mal sagen, ist das 1:1 dasselbe Ding. Sie passen zwar in die Waffen rein, funktionieren aber nicht. Ja, also es liegt aber daran, weil der Stoßboden hier unten anders ist und deswegen rutschen die da nicht rein, also verriegeln nicht.
und lösen auch nicht aus, aber es sind identisch dieselben Magazine, also meiner Meinung nach, ja. Werden auch beide nach dem gleichen Prinzip geladen, haben auch die beiden Wechselfedern, so wie wir das kennen. Ja, also ich kann es auch gerne mal zeigen. Also wie gesagt, jetzt, also hier, das geht zwar rein, also das ist jetzt quasi das Magazin von der Smith & Wesson, das geht in die TPM1 rein, arretiert aber nicht. Ja, und andersrum, wenn ihr das jetzt da reinsteckt, ja, das geht sogar fast rein, verriegelt auch, aber löst halt nicht aus, passiert nichts. Ja. Also man kann die leider nicht verwenden untereinander, was halt schade ist. Das wäre halt ganz cool gewesen, wenn man beide Waffen hat. Dann kann man halt auch, wenn man mal zocken geht und nur eine mitnimmt, die Magazine der anderen benutzen, ist aber leider nicht möglich. Ja, von den technischen Daten kann ich euch auch mal so ein paar Infos geben. Die habe ich mir hier gerade mal aufgeschrieben, und zwar die S&W, also die MP9. M&P9 hat 8 Schuss, genau wie die TPM1 auch. Also sie haben beide 8 Schuss im Magazin, beide mit Blowback, beide mit der 12 Gramm CO2-Kapsel. Die eine wiegt 763 Gramm, die hier, und die andere wiegt 767 Gramm. Die SW-MP, jetzt komme ich total durcheinander, aber die hat jetzt eine Länge von 185 mm und die von 192 mm, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Haben beide halt hier diese Picantini-Schiene unten dran und haben beide so eine Abzug-Züngelsicherung, die hier unten irgendwie dran ist. Und insofern ist das eigentlich ja, alles so ziemlich gleich. Ich habe, wie gesagt, vorhin ja auch mal gekront, also von der Magazinkapazität mit den 8 Schuss, von der Reichweite mit den 12 Gramm Kapseln kommt man ungefähr, Pi mal Daumen, sagen wir so 2 volle Magazine kann man gut abfeuern. Ein drittes läuft auch noch, wobei es hier auf dem Schießstand bei uns relativ kühl ist momentan, ja, durch den Winter halt und weil es hier abends ein bisschen abkühlt. Es könnte also sein im Sommer, dass ein bisschen mehr rauskommt, aber es nimmt sich nicht viel und es ist, sagen wir mal, so wie bei der PPQ, also ein ähnliches Ergebnis. Von der Präzision her, muss ich sagen, sind die beiden Waffen sehr gut. Heben sich aber auch nur, also fast gar nicht von der PPQ ab. Also ich würde mal sagen, dass das hier eine schöne Bereicherung ist für Leute, die halt, sagen wir mal, was anderes haben wollen oder die PPQ nicht so schick finden oder die einfach sagen, ey, Obergeil, ich will alle drei haben oder, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Von der Verarbeitung her sind beide Waffen wirklich sehr, sehr gut. Liegen ganz toll in der Hand. Also besonders, wie gesagt, die Smith & Wesson gefällt mir persönlich jetzt sehr, sehr gut. Die hat eine wunderbare Balance in der Hand und durch das schöne breite Griffstück hier kann ich also auch wunderbar in Anschlag gehen. Die ist halt auch super gelungen, ist halt eine wesentlich, sagen wir mal, abgespecktere und schlichtere Version und aber auch cool. Also wie gesagt, ich werde mir so oder so jeweils eine von beiden zulegen, weil ich das natürlich auch vom Berufswegen allein schon machen muss. Und auch mal ein bisschen beim Zocken ist halt immer blöd, wenn man nur als Händler immer nur eine Waffe favorisiert. Da macht es halt schon Sinn, wenn man wirklich mit allen mal abwechselnd spielt und alles auch mal ein bisschen benutzt, damit man auch eine Meinung abgeben kann, die auch wirklich auf fundiertem Wissen basiert. Ja, also ich habe die beide jetzt noch nicht irgendwie im Game dabei gehabt, habe da also noch keine praktischen Erfahrungen mit, aber mit der PPQ sehr viel mittlerweile und muss sagen, es ist eine sehr zuverlässige und gute Waffe, die ich nicht missen möchte. Und das wird bei denen hier nicht anders sein. Ja, wie gesagt, es ist derselbe Hersteller und alles in altbewährter Qualität. Schön ist auch, dass hier bei diesen Koffern, die mitgekommen sind, die dabei sind bei den Waffen, ja, die sind halt jetzt auch mit den Logos versehen. Hier einmal nur das TVI-Logo und hier ist das Smith & Wesson-Logo drauf. Ja, das finde ich also eigentlich ganz gelungen. Die sind sonst, sind sie identisch, so wie man es halt kennt, innen drin mit dem Schaumstoff ausstaffiert. Aber ist natürlich immer schön, wenn man so einen Koffer dazu bekommt. Allein auch schon, weil hier, wie gesagt, die Möglichkeit ist, ein Schloss anzubringen, damit man sie halt auch waffengesetzkonform transportieren kann. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, bei der Smith & Wesson, die hat so ein paar Features mehr. Die hat hier hinten die Möglichkeit, den Rücken rauszunehmen, so wie bei der PPQ. Hier ist allerdings nicht der, das geht so schwer, Sekunde, jetzt. Hier ist allerdings nicht der Imbus drin versteckt, wie man das kennt, um im Magazin quasi unten die Kapsel einzudrehen. Der wird separat mitgeliefert, also das kann ich euch auch mal zeigen. Hier bei jeder, also bei beiden Modellen kommt hier einmal die andere Feder mit. Also die für die, gibt ja eine schwache und eine harte Feder, aber nur fürs Magazin. Also nicht wie alle immer denken, dass es eine Exportfeder und eine normale Feder ist, dass es irgendwie was an der Leistung der Waffe verändert, sondern das sind hier wirklich Federn, die unterschiedlichen Druck im Magazin aufbauen, je nachdem, was ihr für Munition verwendet. Ja, also wenn ihr, sagen wir mal, harte Munition verwendet, könnt ihr die harte Feder nehmen. Und wenn ihr jetzt Paintballs zum Beispiel nehmt, müsst ihr halt die schwächere nehmen, damit die nicht kaputt gedrückt werden. Wobei ich, wie gesagt, immer die harte nehme und habe da noch nie Probleme gehabt. Ja.
Und da ist halt auch so eine Reinigungsschnur hier dabei. Und dieser kleine Nippel hier, der kommt ins Magazin rein und dann kommt die Feder oben drauf. Der ist halt nochmal als Ersatz dabei. Ich konnte jetzt da keinen Unterschied feststellen. Ich vermute mal, das ist einfach nur, weil das Erste, was einem passiert, wenn man das Magazin zerlegt, ist eigentlich dieses Teil hier wegfliegt. Haben sie wahrscheinlich mal eins beigelegt. Ja, also wie ganz nett, das ist halt dabei. Dann ist halt noch dieser Sechskantschlüssel dabei. Den braucht man, wenn man dann hier bei den Magazinen, wenn man das unten aufschiebt, quasi die Kapsel einzudrehen, kann man das hier aufdrehen. Ja, dann kann man hier die Kapsel einlegen. Ich kann es auch mal zeigen gleich bei der Gelegenheit. Ja, also ihr dreht hier unten auf, macht die Kapsel rein, dann stecht ihr das Ganze an. So, dreh, dreh, dreh. So, leichtes Zischen. Dann kann man das hier wieder verriegeln. Und dann, Sekunde, ich durcheinander komme, das ist jetzt die Smith & Wesson. Gut, machen wir es einfach mal ohne das Teil. Mal sehen, ob das geht. Wahrscheinlich geht das gar nicht rein ohne. Krass, okay, geht gar nicht rein ohne. Da muss ich jetzt diesen Rücken wieder reinfummeln. Also der hat auf jeden Fall hier diese austauschbaren Rücken. Da gibt es auch so ein Set, das man kaufen kann. Das sieht so aus. Da sind, ich kann es auch mal aufmachen. Da sind drei unterschiedliche Rücken drin, die von der Ergonomie nochmal anders sind. Das ist irgendwie einmal Small, Medium und Large. Also drei verschiedene Rücken je nach Hand. Finde ich eigentlich ganz cool. Da kann man das so ein bisschen austauschen. Dinger kosten irgendwie 20 Euro alle drei zusammen, 19,95. Finde ich eine ganz coole Nummer. Wobei ich sagen muss, ich habe mich vorhin echt schwer getan, dieses Ding wieder einzufädeln. Also ich habe jetzt auch schon ein bisschen Panik davor, wenn ich das jetzt sogar vor laufender Kamera machen muss. Da blamiere ich mich jetzt wahrscheinlich. Aber das muss man hier so einhaken. Und dann kann man das hier unten drücken. Ach Gott. Also das ist echt ein bisschen Gefummel. Oder ich stelle mich einfach so dumm an. Aber ich habe da vorhin irgendwie schon 5 Minuten rumgemacht. Das spare ich euch jetzt mal. Ich glaube, ich mache hier mal kurz Pause und versuche es nochmal. So, tata, ich habe es wieder hingekriegt. Also das wäre auch eins der Mankos, was ich später nochmal angesprochen hätte. Ich habe mich da echt schwer gesehen. Habe mir auch mal schön den Finger kaputt gemacht eben. Das geht unheimlich schwer rein. Also ihr habt hier so ein Schieber. Und die muss man nach unten drücken, da steckt eine richtig harte Feder hinter. Und so kommt man da eigentlich gut ran. Aber wenn ihr mit dem Finger dann in der Mulde drin seid, dann ist es nicht ganz so einfach. Also gut, die wechselt man ja wahrscheinlich auch nicht permanent, sondern eher so nach Bedarf, dass man sich das halt mal anpassen kann. Ist ein ganz cooles Feature. Ja, und dann wird, wie gesagt, das Magazin einfach in die Waffe eingeführt. Ja, vorher wird natürlich Munition reingesteckt, dann ladet ihr das Ding durch. Ja, hier ist auch der bekannte Blowback zu sehen. Also nach jedem Schuss geht der Schlitten nach hinten, wie bei der scharfen. Spannt die Waffe neu und nimmt eine neue Kugel mit. Ja, und dann könnt ihr halt drauf losballern. Ja, ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, beide Waffen haben vorne so eine Picatinny-Rail, wo man, sagen wir mal, in Deutschland darf man leider nicht viel montieren. Da könntet ihr höchstens eine Kamera dran machen, eine GoPro oder irgendwas. Oder irgendwie einen Frontgriff, wenn ihr wollt. Aber alles, was hier so taktische Lampen und Laser und so ein Kram ist, in Deutschland natürlich strengstens verboten, beziehungsweise Behörden vorbehalten mit Genehmigung, also das scheidet für uns alle aus. Insofern da bitte schön an die Gesetze halten. Ja, ach so, die Visierung. Visierung ist ganz cool, finde ich auch. Da sind auch so hier so Glow Sides so ein bisschen in Orange angedeutet. Ich gehe ein bisschen näher ran, da sieht man das eigentlich ganz gut. Ist ganz cool, ist eine sehr angenehme Visierung. Ist keine feine Visierung oder Match-Visierung, braucht man eh nicht bei den Waffen, weil die Präzision ja bei den Rams nicht so gigantisch ist, dass es da jetzt auf so ein Müh ankommt. Aber so für eine schnelle Zielerfassung ist das sehr angenehm, gerade wenn es ein bisschen dunkler ist. Und finde ich also alles in allem sehr, sehr gelungen. Ja, was kann ich noch sagen? Okay, alles klar. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen diesmal, weil wie gesagt, es ist alles bekannt. Wenn ihr die Review von der PPQ seht, kriegt ihr eigentlich schon viel mehr Informationen, als ihr eigentlich braucht. Das ist im Grunde genommen genau dasselbe. Aber was es auch noch gibt, gibt es bei der PPQ zwar auch, sind diese Emergency-Magazine. Und die gibt es für beide Waffen. Sind also zum Glück ist auch alles gekommen, also das ganze Zubehör und Ersatzteile und so weiter ist gekommen, auch passende Holster für die Waffen sind gekommen, also das ist schon mal sehr cool, dass das alles zeitgleich geliefert wurde und diese Emergency-Magazine funktionieren genau wie bei der PPQ, ihr habt halt die Möglichkeit, da eine 12 Gramm CO2-Kapsel reinzupacken und dann die Waffe nicht anzustechen und wenn ihr dann zum Beispiel in ein Game geht oder sag mal die Waffe nicht unter Druck liegen haben wollt, habt ihr die Möglichkeit dann bei Bedarf hier unten drauf zu hauen, so wie es auch bei der HDS 68 oder dem HDR 50 Revolver ist und habt dann den Druck sofort abrufbereit. Und das gibt es wie gesagt auch für beide Waffen.
Ja, ich denke mal, ich werde die Tage, wenn ich dazu komme, mal einen kleinen Schusstest machen, weil eigentlich da immer wieder viele Leute nachfragen, auch wenn ich mir denke, dass ich es mir irgendwie sparen kann. Aber ich werde die Waffen auf jeden Fall dann nochmal für euch kronen und nochmal schießen, damit ihr mal seht, so wie die Streuung ist und auch die Leistung der Waffen. Wie gesagt, ich habe sie vorhin schon mal gekront, das habe ich nur nicht gefilmt und die lagen immer so um die 85, 90 Meter pro Sekunde, manchmal ein bisschen abgefallen, runter auf 75. Also das sind irgendwas so um die 5, 6 Joule, Pi mal Daumen. Bei meinem Geschossgewicht, was ich hier verwende, habe ich die blauen Rubberballs genommen. Und das ist eigentlich okay. Das ist also, wie gesagt, genauso, wie man es braucht. Ist auch schwer, aus einer Kurzwaffe mit Blowback mehr rauszukriegen. Also hält sich alles gut die Waage. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es schön, dass die Waffen gekommen sind. Und falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch diese Waffen gerne bei uns im Shop angucken. Ihr könnt die hier auch Probe schießen. Wir haben ja, wie gesagt, diese Schießbahn und da könnt ihr die Waffen auch mal ausprobieren oder mal in die Hand nehmen. Ist immer gerade ratsam, wenn ihr die Sachen zum Beispiel vergleichen wollt mit zum Beispiel PPQ oder irgendwelchen anderen 43er Waffen, die es auf dem Markt gibt. Ja, ist eine tolle Erweiterung, muss ich sagen. Und des Produktsortiments, da auch liebe Grüße an Umarex und Bravo, finde ich gut, habt ihr super gemacht. Das ist immer schön, wenn da ein bisschen Bewegung bei uns reinkommt, weil es ja irgendwann auf Dauer auch langweilig wird, wenn man nicht mal ein paar neue Modelle kriegt. Im Softwarebereich kommen die ja irgendwie wie Sand am Meer und uns vergisst man immer. Insofern finde ich das eigentlich sehr, sehr cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, die Review ist jetzt nicht allzu schlecht geworden und ihr seid jetzt nicht genervt, aber ich kann mir da eigentlich ewig lange Geschichten sparen. Jetzt babbel ich wieder zu viel und ich melde mich demnächst mal bei euch und zeige noch mal ein paar neue Sachen von unserer Seite aus, die wir entwickelt haben. Da haben wir ein paar Sachen in den Startlöchern, die euch wirklich gefallen werden, bin ich mir sicher. Ich will nur nicht da zu voreilig sein. Ich brauche erstmal alles im Haus und dass auch wirklich alles final funktioniert, bevor ich da jemanden verrückt mache und die dann alles haben wollen oder wie auch immer. So, das war's dann auch schon von meiner Seite für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich riesig wenn ihr den Abonnier-Button drückt und meinen Channel abonniert. Und ich freue mich auch sehr über Kommentare. Wie gesagt, auch Kritik, Lob, macht einfach. Ich mache das ja, um euch ein bisschen zu helfen und mir natürlich auch ein bisschen zu helfen. Das erübrigt natürlich auch für mich viele Fragen am Telefon. Wenn Leute schon eine Review sehen, müssen sie nicht ständig anrufen und fragen. Das ist ja für alle irgendwie angenehmer. Außerdem finde ich es auch schön, wenn man so Waffen auch mal sieht, wie die halt, sagen wir mal, in Bewegung aussehen oder man einfach auch mal eine andere Ansicht davon hat. Aber ich bin jetzt hier nicht der perfekte YouTuber oder irgendwas, sondern ich mache das wirklich nicht, um irgendeinen Channel zu inszenieren, sondern um euch einfach die Produkte näher zu bringen. Also bitte seid nicht so hart mit mir. Ich hoffe, ich konnte euch hier so einen kleinen Einblick drüber geben und ich werde mich bemühen, auch demnächst wirklich mal so einen Kronen- und Schusstest zu machen. Und ich bedanke mich vielmals. Wir sind, wie gesagt, immer erreichbar. Wenn irgendwas sein sollte, ruft mich an, schickt mir eine E-Mail. Ihr könnt auch über WhatsApp uns kontaktieren. Ist überhaupt kein Problem. Wir sind für euch da. Vielen Dank. Ciao, ciao. Thank you.